Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich nochmal einige Informationen und Leaks zum morgen erscheinenden Biker DLC. Doch bevor wir damit jetzt anfangen, möchte ich nochmal auf das Video vom Samstag zu sprechen kommen. Dort, wo ich gesagt habe, dass ich am Freitag in GTA Online gesehen hätte, dass ich doppelt Geld und doppelt RP auf einen Banküberfall bekommen hätte. Ich habe jetzt nochmal mein Gameplay durchgeschaut und ich hatte recht, am Freitag gab es in GTA Online tatsächlich doppeltes Geld und doppelte RP auf alle Banküberfälle. Ich zeige euch das Ganze auch gerade mal hier im Hintergrund anhand eines Screenshots. Warum Rockstar Games das Ganze dann allerdings am Freitagabend wieder aus dem Spiel rausgenommen hat, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall gab es dann das ganze restliche Wochenende entlang nur doppelte RP auf alle Banküberfälle. Ich gehe mal davon aus, Rockstar Games wollte nicht, dass ihr zu viel Geld macht, bevor das Bikers DLC rauskommt. Aber nun gut, dann haben wir das jetzt auch endlich geklärt und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den News und zu den Leaks zum Biker DLC. Die erste Info kommt von Rockstar Games höchstpersönlich, denn Rockstar Games hat sich mal wieder selber gespoilert. Und zwar haben sie ja für Bikers DLC einige Screenshots in ihrem Newswire veröffentlicht und dort gibt es einen wirklich richtig interessanten Screenshot, den ich euch auch gerade hier schon im Hintergrund einblende. Und wenn wir uns jetzt diesen Screenshot hier ein bisschen genauer betrachten, erkennen wir erstmal im Vordergrund einige Biker, die aber nicht so wirklich interessant sind. Ich finde nämlich, der Hintergrund ist viel interessanter, da wir im Hintergrund eines der Biker-Clubhäuser sehen können. Dieses Biker-Clubhaus befindet sich in der Wüste in der Nähe von der alten Kirche und dem Friedhof. Ich zeige euch auch mal die Location hier im Hintergrund auf der Karte, denn einige User haben die Location schon herausgefunden. Ich finde, das Clubhaus sieht ziemlich klein und heruntergekommen aus und ich hoffe einfach mal, dass die anderen Clubhäuser ein bisschen geiler aussehen und ein bisschen größer sind, weil ich mich persönlich frage, was in diesem Clubhaus alles reinpasst. Das Ganze sieht ja ziemlich klein aus, aber ich denke mal, das ist eines von diesen kleinen, billigeren Clubhäusern. Da gibt es dann bestimmt größere, die dann viel teurer sind und die dann auch bestimmt zentraler an der Innenstadt liegen, weil das Ganze ja ziemlich außerhalb von Los Santos liegt. Und dann denke ich einfach mal, dass diese Location hier eines der billigeren Location werden wird im Bikers DLC. Den nächsten Leak, den ich für euch habe, stammt vom Modder Jan2295, eines der besten Modder in der GTA 5 Szene. Wenn er etwas geleakt bzw. vorhergesagt hat, hat das Ganze eigentlich immer gestimmt. Jedenfalls war er mal wieder ein bisschen im Gamecoding unterwegs und hat da so ein bisschen rumgesucht und rumgeforscht und dabei hat er festgestellt, dass wir mit dem Bikers DLC neue Koop-Missionen bekommen, die ähnlich sind mit den Banküberfällen bzw. mit den Lamar-Missionen, die wir letztes Jahr beim Low Rider DLC bekommen haben. Das Ganze bedeutet, dort wird es dann Biker-Missionen geben, die wir nicht alleine spielen können, bei denen wir wieder eine vorgegebene Anzahl von Spielern brauchen, die das Ganze spielen können. Entweder zwei Spieler oder vier Spieler oder gar mehr Spieler. Bei den Banküberfällen ist es ja so, dass wir vier Spieler brauchen und bei den Lamar-Missionen ist es zum Teil so, dass wir zwei Spieler brauchen oder manchmal sogar vier Spieler. Und das Ganze wird es auf jeden Fall hier im Bikers DLC auch geben, dass es hier nämlich dann exklusive Bikers-Missionen geben wird, die wir halt nur im Koop spielen können, sprich mit unseren Freunden, und da freue ich mich persönlich richtig drauf. Der dritte und letzte Leak stammt vom Modder FunMW2 bzw. von TessFunz, ebenfalls einer der besten Modder in der GTA 5 Szene, und er war auch mal wieder ein bisschen aktiv im Gamecoding und hat dort einen brandneuen Gegnermodus gefunden, der entweder morgen mit dem Bikers DLC neu ins Spiel kommt oder mit einer der nächsten Eventwochen, die irgendwann in den nächsten Wochen starten. Jedenfalls heißt dieser Gegnermodus Vehicles vs. Vehicles, auf Deutsch Fahrzeuge gegen Fahrzeuge, und dieser Gegnermodus ist fast genau so wie Powerplay. Ein Gameplay zu Powerplay könnt ihr auf jeden Fall hier gerade schon im Hintergrund sehen, falls ihr nicht wisst, was Powerplay ist. Auf jeden Fall wird das ein richtig krasser Gegnermodus, den man dann mit Fahrzeugen spielt, und man kann dort auch die Power-Ups einsammeln, die es in Powerplay gibt. Also dann kann man seinen Gegner wieder Nachteile reindrücken bzw. sich Vorteile geben. Wenn man zum Beispiel das Logo der Bestie einsammelt, verwandelt man sein Fahrzeug in ein Panzer und kann einfach die ganze Lobby in diesem Gegnermodus rasieren. Hört sich auf jeden Fall richtig interessant an und ich persönlich freue mich richtig auf diesen Gegnermodus und ich hoffe, dass der schon morgen mit dem DLC neu ins Spiel hinzukommt. So Leute, das waren auch schon alle neuen Informationen, die ich zum DLC hatte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt auf das Bikers DLC wie ich. Schreibt das Ganze doch mal unten in die Kommentare, ob ihr euch auf das DLC freut, ob ihr gehypt seid oder ob euch das Ganze am Arsch vorbeigeht. Ich bin jedenfalls raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.